Vielen Dank. Ich möchte mich zuerst bedanken, dass ich überhaupt an der tollen Veranstaltung teilnehmen kann. Wie schon gesagt, der Titel meines Vortrags ist Edith Steins Anthropologie gegen die transhumanistische Vision von Yuval Harari. Das Ziel ist es, sowohl, also auf der einen Seite die Anthropologie von Edith Stein, auf der anderen Seite die transhumanistische Vision von Harari gegenüberzustellen. Und auch, was ich besonders hervorheben möchte, zu zeigen, dass Edith Stein für meines Erachtens, also ich beschäftige mich schon länger mit ihr, aber ich muss zugeben, dass ich erst in den letzten Monaten immer mehr das Gefühl habe, dass sie eine Denkerin für das 21. Jahrhundert ist, besonders wenn es um die Anthropologie geht. Und dass sie einfach sehr viele Argumente bietet in den heutigen Diskussionen, wenn es darum geht, ja, um verschiedene Anthropologien, die so heute auf uns aufprallen jeden Tag. Ich beginne zuerst mit der Frage oder versuche kurz zu beschreiben, wer Yuval Harari ist. Vielleicht kennen ihn manche schon, vielleicht haben manche schon ein Buch von ihm gelesen oder einen Vortrag gehört. Yuval Harari ist israelischer Historiker. Er ist Professor für Geschichte an der Universität in Jerusalem. Er ist internationaler Bestseller-Autor. Unter anderem hat er Bücher geschrieben unter dem Titel Eine kurze Geschichte der Menschheit, Homo Deus, eine Geschichte von morgen oder 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Barack Obama, Bill Gates oder Klaus Schwab sind so Personen, die sich inspirieren, wenn es um seine Vision, also seine transhumanistische Vision geht. Und auch Personen, die seine Bücher weiterempfehlen. Er hat unter anderem auch während des Weltwirtschaftsforums in Davos einen Vortrag gehalten, wo er seine transhumanistische Vision vorgestellt hat. Ich habe natürlich hier in dem Vortrag, musste ich natürlich eine Auswahl dessen treffen, was ich vorstellen möchte. Aber ich denke, jeder weiß, dass das in so einem kurzen Vortrag nicht möglich wäre anders. Zuerst zu der Weltanschauung von Harari und dann dem daraus sich ableitenden Menschenbild, das er vertritt. Hararis Weltanschauung kann man eigentlich durch ein Zitat von ihm ja, vorstellen. Und zwar hat er gesagt: Es gibt keinen Gott über den Wolken, es gibt uns und die Microsoft Google Clouds. Das heißt, für Harari ist klar, dass Gott ein Märchen ist. Ein Mythos, das man mal gebraucht hat. Heute braucht man das nicht mehr. Heute weiß man es besser oder die Algorithmen wissen es. Er ist tatsächlich jemand, der sagt, dass Gott heute von den Algorithmen ersetzt wird. Oder besser gesagt, weitergedacht kann man sagen, dass Gott wird ersetzt durch die, die all diese Daten und Algorithmen in ihrem Besitz haben. So kann man sagen, dass der Begriff Homo Deus nicht auf die breite Menschenmasse, also es geht hier nicht um jeden Menschen, ja, dass wir zum Homo Deus werden, sondern dass es eine bestimmte Elitegruppe gibt, die im Besitz ist von Daten, die wir so tagtäglich hinterlassen in der virtuellen Welt. Die breite Masse, und hier kommen wir schon zum Menschenbild von Harari, der Mensch wird von ihm als hackable animal, also zu einem Tier, das gehackt werden kann, verstanden. Das bedeutet also, dass sein Menschenbild kurz zusammengefasst heißt, der Mensch ist eine programmierbare Maschine. Für ihn ist ganz klar, es gibt keine Seele, keinen Geist. Das ist ein Mythos. Heute wissen wir es besser. Also heute sind das biochemische Vorgänge im Körper, im Gehirn. Vorher wusste man es nicht, darum hat man Seele oder Geist benutzt. Also diese Begriffe, heute wissen wir es besser. So sagt Harari. Er sagt auch, dass der Mensch kein Geheimnis mehr ist. Ja, wir können ihn wie ein offenes Buch lesen. Dazu möchte ich ein Beispiel heranbringen, das er selber benutzt hat und das ganz gut zeigt.
Ja, diese transhumanistische Vision wenigstens ein Stück von ihr ganz gut zeigt. Ein Beispiel ist, wenn wir auf Kindle ein Buch lesen, dann sagt er, werden alle Daten gespeichert. Das heißt, welches Buch wir lesen, wie lange wir auf einer Seite sind, ob wir das Buch zu Ende lesen, ob wir auf eine Seite zurückblättern wieder. Und natürlich weiß man auch, was genau auf dieser Seite steht. Man kann das nachprüfen. Das heißt, man hat Informationen, irgendwas auf dieser Seite interessiert uns mehr als auf anderen Seiten und so weiter. Dann sagt er, die nächste Stufe, wo man noch mehr über den Menschen erfährt, ist, wenn das iPad oder das iPhone eine Kamera hat und man dadurch die Mimik des Menschen erfassen kann. Das heißt, ich kann erfassen, ob jemand lacht, zornig ist, erstaunt guckt, und das gibt mir wieder die Möglichkeit, noch mehr über diese Person in Verbindung mit dem Buch, mit dem Thema, was er liest und so weiter, zu erfahren. Die wirkliche Revolution, über die er spricht, die jetzt anstehen soll, ist, dass man den Menschen Chips implantiert. Das heißt, man hat nicht nur das, was er sucht in Suchmaschinen, nicht nur das, welche Bücher er liest, sondern man wird jetzt auch unter die Haut gehen können und biophysische Vorgänge messen können. Was bringt uns das? Er sagt, das heißt zum Beispiel, nehmen wir an, wir sitzen in einem Bus und wir lesen ein Buch und da ist irgendwas Lustiges oder irgendwas, ja, was uns zornig macht, dann können wir natürlich nicht so reagieren, wie wir vielleicht reagieren würden, wenn wir zu Hause sind. Ja, also wir fangen nicht laut an zu lachen im Bus oder wir fangen nicht an irgendwie. Also es ist einfach etwas, was wir als Menschen unter Kontrolle haben. Er sagt aber, was man nicht unter Kontrolle hat, ist das, was innerlich passiert. Das heißt, ich kann mein Lachen unterdrücken oder meinen Zorn unterdrücken, aber ich kann nicht unterdrücken, dass mein Puls schneller schlägt und dass einfach diese biochemischen Vorgänge, mein Herz irgendwie schneller schlägt, verraten, dass ich glücklich bin oder dass ich gerade sauer bin. Und er meint, das gibt uns die Möglichkeit, dass das erste Mal ein Buch den Menschen liest, ja, wie ein offenes Buch. Er sagt, dadurch wird es den Algorithmen möglich sein, den Menschen einfach besser zu kennen, als er sich selber kennt. Weil wir uns vielleicht über manche Sachen einfach nicht bewusst sind, ja. Vielleicht erinnern wir uns nicht, dass wir vor 5 Jahren dieses Buch gelesen haben oder diese Sache rausgesucht haben. Die Algorithmen erinnern sich an alles. Jetzt dazu Edith Stein. In ihrem Buch zum Problem der Einfühlung schreibt sie über das Phänomen des Ausdrucks der Gefühle, und sie schreibt: Ich erröte vor Scham, ich balle zwar nicht die Faust, ich runzel ärgerlich die Stirn, ich stöhne vor Schmerz, juble vor Freude. Das ist genau das, was Harari auch sagt, ja, so diese äußerlichen Ausdrücke. Aber sie sagt auch, dass wir als zivilisierte Menschen das unterdrücken können. Hier ist sie also noch mit Harari, hier stimmt das noch mit dem, was er sagt, überein. Weiter sagt sie, schreibt sie über die Wirkung des Erlebten auf den Leib. Ich zitiere: Vor Freude steht uns das Herz still. Es krampft sich zusammen vor Schmerz. Es pocht vor banger Erwartung und der Atem stockt uns. Die Beispiele lassen sich beliebig häufen, aber überall handelt es sich um Fälle psychophysischer Kausalität, um Wirkung, die das Erlebnis in seiner psychischen Realisation auf die Leibfunktion ausübt. Das heißt, hier ist das, was innerlich, ja, passiert, was wir ja nicht unterdrücken können. Also das, was wir erleben, hat eine Auswirkung auf unseren Leib. Wir können die Ausdrücke der Gefühle nach außen hin unterdrücken, aber wir können nicht das, was innerlich passiert. Diese ganzen biochemischen Vorgänge können wir nicht unterdrücken. Aber, und jetzt kommt der Unterschied.
Sie sagt weiter, in dem Augenblick, wo man sich dem Leib wegdenkt, schwinden die Phänomene, aber der geistige Akt bleibt. Man wird zugeben müssen, dass Gott sich über die Reue eines Sünders freut, ohne Herzklopfen oder andere Organsempfindungen zu verspüren. Eine Betrachtung, die unabhängig vom Glauben an die Existenz Gottes möglich ist. Man kann überzeugt sein, dass kein Gefühl ohne solche Empfindung realitär möglich ist, dass kein Wesen existiert, das sich in ihrer Reinheit erlebt. Dennoch sind sie in ihrer Reinheit fassbar und jene Begleiterscheinung eben als solche und weder als Gefühle noch Gefühlskomponenten erlebt. Edith Stein zeigt auf, dass in dem Erlebten der Gefühle etwas Geistiges mit erfasst wird. Darum spricht sie auch von geistigen Gefühlen. Sie ist überzeugt, dass ein leibloses Subjekt denkbar ist, auch wenn viele Psychologen dies nicht zugeben würden. Und auch das leiblose Subjekt kann Freude, Trauer und ästhetische Werte erleben. Das heißt also, Freude, Trauer, ästhetische Werte haben ihre Wurzeln im Geist. Harari wird dem natürlich widersprechen, weil er sowas wie Geist einfach nicht, das existiert für ihn. Es ist einfach ein Mythos. Er wird wieder sagen, dass das einfach biopsychische Vorgänge sind. Ja, also Trauer, Liebe, das sind alles Vorgänge, die irgendwie messbar sind in unserem Körper. Wir wissen nicht, wie sie entstehen. Das gibt er auch offen zu. Aber die Wissenschaft denkt, dass es so ist. Das heißt, wissenschaftlich ist das, was er sagt, auch gar nicht fundiert. Also es ist nicht bewiesen bis jetzt, bis heute, ja. Weiter geht es mit dem freien Willen. Für Harari gibt es natürlich keinen freien Willen. Das ist auch für ihn ein christlicher Mythos und hat aber nichts mit der Realität zu tun. Er sagt auch, wir müssen als Menschen gar nicht frei wählen können, denn das werden die Algorithmen für uns besser machen. Unsere Wahlen können oft fehlerhaft sein. Das heißt, ich kann mich für ein Buch entscheiden, was mich gar nicht interessiert. Aber Algorithmen werden anhand dessen, was ich so gelesen habe, was ich nicht zu Ende gelesen habe und was ich zu Ende gelesen habe, erkennen können, dieses Buch wäre was für mich und damit wäre ich zufrieden. Er geht so weit, dass er nicht nur sagt, Buch oder Essen, also was ich gerne essen würde, was für ein Buch ich lese, sondern auch, wohin ich reise und sogar, welcher Partner für mich am besten ist. Die Frage, die daraus entsteht, ist eine. Und zwar, es muss ja jemanden geben, der in diese Suchmaschine vorher etwas eingegeben hat, der von einem Punkt A nach Punkt B fahren wollte. Jemand musste ja ein Buch zuerst ausgewählt haben, um es zu lesen. Wer hat das gemacht? Ja, also es musste jemand sein, der einen freien Willen hatte, der wollte dieses Buch lesen oder jenes und hat sich gegen ein anderes entschieden. Dazu sagt Harari nichts. Also das Einzige, was er immer wieder betont, ist, dass das biochemische Prozesse sind. Das Zweite ist, dass Harari nicht in Betracht zieht oder nicht sieht, dass ein Mensch sich auch wandeln kann. Das bedeutet, ich vor 5 Tagen konnte eine andere Weltanschauung haben, als ich sie jetzt habe. Ja, Erkenntnis kann in einem Moment unseres Lebens das, was wir vorher für richtig erhalten haben, erachtet haben und so weiter, einfach wenden. Und wir können uns damit, was mal war und was wir mal gelesen haben und so weiter, einfach nicht mehr identifizieren. Das nimmt er gar nicht in Betracht. Darauf gibt es ja keine Antwort von Harari. Dann das Zweite ist der freie Wille bei Edith Stein. Edith Stein wird in ihrem Buch, Entschuldigung, wird in ihrem Buch auch zum Problem der Einfühlung ein Beispiel geben, woran sie erklärt, was der freie Wille ist. Sie schreibt, ich zitiere, ich sitze still da, 2 praktische Möglichkeiten gegeneinander abwägend. Jetzt habe ich die Wahl vollzogen, den Entschluss gefasst. Ich werfe den Kopf in den Nacken und springe lebhaft auf. Diese Bewegung
Diese Bewegungen sind kein Ausdruck des Willensentschlusses, sondern des resultierenden Gefühls der Entschlossenheit, der Aktivität, der Unruhe, die mich erfüllt. Ein Ausdruck in diesem Sinne hat der Wille selbst nicht. Das heißt nicht, der Wille wird von außen wahrgenommen, sondern meine Entschlossenheit wird von anderen wahrgenommen. Das heißt, man sieht mir, während ich aufspringe, nicht den Willen an, sondern man sieht mir meine Entschlossenheit an. Weiter sagt Edith Stein, der Wille ist nicht in sich abgeschlossen, sondern bedarf eines Sich-Auswirkens. Der Wille äußert sich immer in Handlung, sagt Edith Stein. Handeln ist immer Schaffen eines Nicht-Vorhandenen. Sie sagt, das Ja zum Willensschluss, zum Willensentschluss, das Ja zum Gewollten, das Ja zu der Handlung, die das Willenssubjekt vollzieht. Weiter beschreibt sie, die Handlung kann eine psychische sein. Ich entschließe mich, einen Berg zu besteigen und führe den Entschluss aus. Die Handlung erscheint ganz und gar als durch den Willen hervorgerufen und als Erfüllung des Wollens. Aber die Handlung als Ganzes, nicht jeder Schritt ist gewollt. Was ich will, ist das Besteigen des Berges. Was dazu nötig ist, erledigt sich gleichsam von selbst. Der Wille bedient sich des psychophysischen Mechanismus, um sich zu erfüllen, um das Gewollte zu realisieren, wie das Gefühl ihn benutzt, um seinen Ausdruck zu realisieren. Das heißt also, dass der Wille meinen psychophysischen Mechanismus, meinen Leib gebraucht, um das Gewollte zu erlangen. Aber da gibt es eine Schwierigkeit, auf die Edith Stein hinweist. Zugleich ist die Herrschaft über den Mechanismus mindestens das Einschalten der Maschine erlebt. Sie wird eventuell Schritt für Schritt erlebt, wenn es zugleich Überwindung eines Widerstrebens gilt. Wenn ich auf halbem Wege müde werde, so wird die Müdigkeit Quelle eines Widerstrebens gegen die Bewegung. Diese bemächtigt sich meiner Füße und sie versagen meinem Willen den Dienst. Wollen und Streben wirken sich entgegen und kämpfen um die Herrschaft über den Organismus. Wird der Wille Herr, so ist eventuell nun jeder Schritt einzeln gewollt und das Bewirken der Bewegung erlebt im Überwinden der Gegenwirkung. Dasselbe trägt sich auf rein psychischen Gebiete zu. Ich entschließe mich, ein Examen zu machen und erledige nun die nötige Vorbereitung wie von selbst. Oder aber meine Kräfte alarmen vor dem Ziel und jede erforderliche Denktätigkeit muss nun unter Überwindung eines heftigen Gegenstrebens durch einen Willensakt ins Leben gerufen werden. So sagt sie, so herrscht der Wille über die Seele wie über den Leib, wenn auch nicht absolut und ohne Gehorsamsverweigerung zu erfahren. Das heißt also, sie zeigt hier ganz klar, dass der Wille etwas ist, was ja Macht ausübt auf die Seele und auf den Leib. Der Wille gehört ganz eindeutig zu dem, was im Menschen geistlich ist. Der Geist ist für Edith Stein ja immer die Spitze der Seele. Ja? Im Geiste geschieht Erkenntnis. Dort ist der Wille zum Schaffen, dort ist auch die Reflexion. Das heißt, all das, was den Menschen zu Personen macht, bei Edith befindet sich dort. Und Edith Stein sagt, erst der Geist macht den Menschen zu Personen. Jetzt noch ganz kurz zum Bewusstsein. Harari sagt, dass all das, was wir erleben, also er sagt schon, wir haben ein Bewusstsein, allerdings versteht er das Bewusstsein als etwas wieder biologische Abgänge, biochemische Abläufe, die im Gehirn, in unserem Körper passieren. Das Problem, wie ich schon gesagt habe, ist, dass er selber zugibt, dass die Wissenschaft dies bis jetzt noch nicht belegen konnte.
Edith Stein sagt zum Bewusstsein was ganz anderes. Das Bewusstsein zeigt sich uns nicht nur als kausal bedingtes Geschehen, sondern zugleich als Objekt, konstituierend. Damit tritt es heraus aus dem Zusammenhang der Natur und ihr gegenüber. Bewusstsein als Korrelat der Objektwelt ist nicht Natur, sondern Geist. Weiter sagt auch Edith Stein, nur vom wollenden Ich kann man sagen, dass es Herr des Leibes ist. Schaut man auf die transhumanistische Vision von Harari, kommt man zu dem Entschluss, dass der Mensch einfach manipuliert werden soll und kontrolliert werden soll, damit sein freier Wille und sein Wollen wortwörtlich gelähmt werden. Dies kann nur in einer virtuellen Welt erfolgreich sein. Darum ist, glaube ich, auch die Gefahr, das, was man heute so oft anspricht, auch besonders bei den jungen Menschen, dass der Großteil des Lebens im Smartphone stattfindet. Und dass reelle Kontakte zu Personen immer weniger werden. Ja? Auch wenn man sich mit anderen trifft, dann guckt man in das Smartphone. Das bedeutet, der reale Kontakt zu anderen Menschen müsste durch virtuelle Treffen ersetzt werden, damit so eine transhumanistische Vision wirklich so gut wie möglich durchgeführt werden kann. Edith Stein weiß, wie grundlegend uns das Treffen einer anderen Person, das ihr reale Gegenüberstehen prägt und verändert. Sie schreibt, ich schaue in die Augen eines Menschen und sein Blick antwortet mir. Er lässt mich eindringen in sein Innerstes oder wehrt mich ab. Er ist Herr seiner Seele und kann ihre Tore öffnen und schließen. Er kann aus sich heraustreten und in die Dinge eingehen. Wenn zwei Menschen einander anblicken, dann stehen ein Ich und ein anderes sich einander gegenüber. Es kann eine Begegnung vor den Toren sein oder eine Begegnung im Innern. Wenn es eine Begegnung im Innern ist, dann ist das andere Ich ein Du. Der Blick des Menschen spricht. Ein selbstherrliches, waches Ich sieht mich daraus an. Wie wir sagen dafür auch, eine freie, geistige Person. Person heißt ein freies und geistiges Wesen sein. Dass der Mensch Person ist, das unterscheidet ihn von allen Naturwesen. Zusammenfassend kann man sagen, das, was Edith Stein in ihrer Anthropologie zeigt, ist das Einfühlen in eine andere Person. Das, was Harari in seiner transhumanistischen Vision zeigt, ist ein hackable animal, also ein Tier, das gehackt werden kann. Hararis Vision ist eine flache, oberflächliche, nicht wissenschaftlich gestützte, der Tiefe des Menschen unwürdige Vision. Sie sieht den Menschen als programmierbare Maschine an, über die der Homo Deus, der Besitzer der Algorithmen, Macht ausübt. Edith Stein hingegen sieht den Menschen als unendlich vielfältige und in ihrer Tiefe nie ganz zu erfassende Person. Eine Tiefe, die sich nur in der Liebe Gottes ganz entfalten kann. Vielen Dank.